herzlich willkommen hier in der Wirtschaftskammer Kärnten beim Junior Sales Champion 2021. Wir schauen uns heute mal alle Highlights an. Ich glaube, es ist extrem wichtig, den jungen Menschen und den Verkaufstalenten eine Bühne bieten zu können, wo sie einfach ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Und was mich persönlich freut, ist, dass wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass die Leistungen durchwegs steigen, also wie gesagt, die Ausbildung immer besser wird. Und wenn man das auf andere Bereiche umlegt, also es ist dieses duale System, das wir in Österreich haben, und das beneidet uns den Rest der Welt. Und nicht umsonst haben wir auch bei den ganzen internationalen Bewerben immer ganz viele österreichische Teilnehmer auf den Spitzenplätzen. Pascal hat den dritten Platz gemacht und freust du dich? Ich bin überschüttet mit Emotionen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich bin einfach fröhlich. In welchem Ausbildungsjahr bist du? Ich bin im dritten Lehrjahr, bin jetzt aber mit der LAB ausgelernt. Das heißt, für dich ist es jetzt quasi ein schöner Abschluss von deiner Ausbildung? So sieht's aus, genau richtig. Für jeden weiterzuempfehlen, also Herbis, gute Basis für eine gute Lehre. Marie-Christine, das ist jetzt der zweite Platz geworden. Freust du dich und was glaubst du, was war das, was dich besonders ausgezeichnet hat? Ja, also ich freue mich wirklich auf den zweiten Platz. Ich hätte es mir wirklich nicht gedacht und ich kann es gar nicht sagen, was das jetzt war, dass ich so weit gekommen bin. Und ich freue mich auf jeden Fall auf Salzburg. Nico Huber, den ersten Platz, hast du damit gerechnet? Boah, nicht, also ich habe eigentlich mir gar nichts erwartet, wo ich gekommen bin, habe einfach das gemacht, was mir Spaß macht und hat sich voll ausgezahlt. Was glaubst du, was das Wichtigste war, was du heute geleistet hast, was denn die beste Kompetenz war für einen guten Verkäufer? Boah, es ist schwierig zu sagen, aber ich versuche immer mit Sympathie rüberzukommen, natürlich auch mit Fachkenntnis und da ist mir meine Praxis aus meinem Hobby, aus meinem Leben auch gut gekommen, weil das habe ich. Das ist genau das, was ich liebe, was ich gerne mache.